Kunst ist Sprache. Ups. Kunst ist Sprache. Und genauso wie es bei Sprache so sein kann, dass manche die Sprache nicht sprechen und verstehen, verstehen man viele Leute eben halt eine bestimmte Art von Kunst nicht. Dafür gibt es aber auch wiederum andere, die genau diese Kunst super verstehen und andere Kunst nun gar nicht verstehen. Und das ist das Entscheidende, sich dann abfällig über diese Kunst äußern. Ist das denn Kunst? Der kann ja nichts, das kann ich auch, zum Beispiel. Oder Pinselquäler, der hat ja eine Masche, der ist ja angewandt, auf der anderen Seite. Oder nicht verkäuflich, oder schaut nur nach ökonomischen Gesichtspunkten und bla bla bla. Anstatt, dass man sagt, man freut sich, sagt, toll, ich mache jetzt eine Ausstellung, 3 Tage oder so, und dann in diesen 3 Tagen suche ich mir meine Zielgruppe. Und dann gibt es Leute, die sich freuen, weil sie diese Kunst eben verstehen. Es gibt Leute, die sich freuen, dass sie mal etwas Neues, etwas anderes sehen. Und das ist das Tollste, da freut sich dann der Künstler auch. Der nimmt dann 3 bis 8 Euro pro Nase. Und wenn man dann so oft wie ich 1000 Leute durch seine Ausstellung schleift, dann hätte man ein vernünftiges Auskommen mit einer Ausstellung. Aber irgendjemand hat mal in der Vergangenheit den Künstlern erzählt, sie müssten von ihrer Kunst, von den Verkäufen leben. Das ist natürlich totaler Unsinn. Denn was wir tun, ist, dass wir die Lust der intellektuellen Auseinandersetzung und die Lust auf Betrachtung, also sprich die Sehlust, ansprechen. Und das müssen wir vergüten, dass wir nur irgendein Bild verkaufen. Das ist nett. Das kann man noch so als Zubrot dazu nehmen. Aber bitteschön, das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Wenn ich eine Ausstellung mache und am Ende der Ausstellung heißt es, Herr Leistner, das war die tollste Ausstellung, die wir seit Jahren gehabt haben, da habe ich mich früher darüber gefreut. Heute ärgere ich mich, weil wenn es denn so eine tolle Ausstellung war und ich es den Leuten nett gemacht habe, dass sie sich gefreut haben, sich mit etwas auseinanderzusetzen, dann bitte schön, dann fasst doch in die Tasche und gebt mir was dafür, so wie man einem Musiker auch seine Musik vergütet. Weil es wäre doch, jeder Musiker würde doch sagen, was ist das für ein Unsinn, was ist das für ein Unsinn? Ich soll dem Heini da ein Schlaflied für seine Tochter machen? Das spielt er da jeden Abend einmal vor? Jeden Abend spielt er dieses kleine Liedchen seiner Tochter vor, niemand anderes hört es und von dem Verkauf dieses Stückes, da soll ich leben und meine Konzerte und die Werbung und die Fressalien und die Fresschen, das soll ich alles umsonst machen und da spielen natürlich auch. Ey, mal, jeder Musiker würde sagen, was für ein Unsinn, aber von uns Künstlern, von uns bildenden Künstlern wird sowas tagtäglich verlangt. Dann sagt einer, naja, aber der verkauft ja nichts, der verkauft seine Musik, der könnte ja auch irgendwelche Jingles für die Werbung machen, kann er doch alles tun. Das machen wir ja auch. Aber nein, bei der Kunst, da wird immer gesagt, brotlose Kunst und ich hätte es mir ja nicht ausgesucht. Nein, das finde ich auch nicht. Ich finde, jeder Mensch hat die Verpflichtung, seinem Talent zu folgen, um es der Gesellschaft gewinnbringend wiederzugeben. So wie jemand, der sich mit Zahlen gut auskennt, dann eben halt Steuerberater wird. Das ist aber hoch angesehen, wird gut vergütet. Und welche Steuern vergütet er? Die mit Verlagen oder mit sonstigen Sachen gemacht werden und die Gesellschaft wieder vorwärts bringen. Aber dummerweise, wir Künstler, wir sind dann darauf verdonnert, 12.000 Euro im Jahr zu verdienen. Also bitteschön, Leute, macht nur noch 3 bis 4 Tagesausstellungen, vielleicht auch eine Woche. Das könnt ihr auch finanzieren, indem ihr den Ort mietet oder auch vielleicht eine studentische Hilfskraft einstellt, die euch dann bei der Ausstellung hilft und dann baut wieder ab. So kommen eben halt alle Leute auch verdichtet zu dieser Ausstellung und alles ist schick. Vergesst diese Ausstellungshonorargeschichten, sondern wenn ihr in einem Restaurant ausstellt, dann versucht doch mit dem einen Deal zu machen, dass ihr zum Beispiel 10% des Umsatzes bekommt. Und lasst euch bitte schön einen Lieferschein für eure Bilder unterschreiben. Ist ganz wichtig. Ja, also nochmal, Kunst ist Sprache und daher eben halt gut. Da muss man nicht drüber diskutieren. Jede Sprache findet seine Menschen, die diese Sprache sprechen. In diesem Sinne, schaut euch meine Kunst an,
Und wenn ihr Lust habt, kommt mal auf einer Ausstellung vorbei. Ja, bis dann, euer Friedel. Ciao.